Ja, da kann man sich richtig drauf freuen. Das Wetter ist perfekt, die Piste auch. Und der Marc zieht jetzt da schon über den Hundjob, immer ein Highlight. Über die zweite Kante drüber, ansetzen zur Minschkante. Hier ein bisschen nach links aufziehen, da wird es unruhig gerade. Einfahrt Canadian Corner. Bei ihm ist jetzt noch der Schatten drinnen, nachher sehen wir, der wird es irgendwann ein bisschen sonnig gerade. Hier möglichst hoch wirklich können durchziehen, in den Weg reichen. Das Tempo probieren hoch zu halten. Und dann kommt das Kernnäs, wo sicher heute eine entscheidende Phase wird sein, weil es dort nicht ganz so hart ist wie andere Jahre. Es wird sicher ein bisschen Schläge geben, aber das Tempo ist umso wichtiger, dass man das hier rausbringt. Dann geht es um etwas Einmaliges unter dem Tunnel durch. Kleine Kompression. Dann kann man zuerst mal ein bisschen durchschnaufen. Vor allem der wichtig am Samstag, wenn es von ganz oben losgeht. Da ist es umso wichtiger, dass man kurz durchschnaufen kann. Einfahrt lange Train. Schöne, offene Kurve, wirklich schön zum Ziehen. Da hier wird es ein bisschen enger, zieht es ein bisschen weiter nach rechts, aber es ist wirklich, die Piste ist hier ein Traum. Es ist nicht glatt, es ist nicht eisig, es ist schön griffig. Da ist jetzt der neue, ein grösserer Sprung wieder im letzten Jahr. Das ist ein Tunnelsprung, aber geht auch gut. Und nachher rein in Haneckschuss, da werden wir auch wieder Tempo haben, um die 145 wahrscheinlich heute. Da kann man wirklich schön nachziehen. Die Piste ist hervorragend. Sie haben von gestern noch mal ausbessert. Man sieht sogar am Boden. Man sieht vom Pistenfahrzeug Drillen, die sie gemacht haben. Silberhornsprung auch noch mal schön drüber ziehen. Nachher noch mal zusammenreissen. Tiefe Hockey fahren wäre sicher hier gut. Und dann kommt noch das letzte Spektakel. Einfahrt Ziel-S. Richtung Netz raus. Darf man nicht zu weit rechts raus. Dort ist es unruhig. Reinziehen. Und hier haben sie noch etwas geändert. Zu gestern haben sie das Tor noch reingesetzt, dass es nicht ganz zum Netz rausgeht und dann würde er jetzt ziehen. Und sie haben es gespürt. Es ist zwar eine verkürzte Lauberhornabfahrt, aber keine wirklich kurze Abfahrt. Also es gibt ein, naja, geht so. Ich habe so gestellt, die Frage. Alle haben sie gestellt. Ottmar Stridinger mit der Startnummer 1, die in Wengen eine beliebte Startnummer ist. Er also kann dieses Rennen eröffnen. Der 32-Jährige, der vor 2 Jahren sein Wengen-Bestergebnis herausgefahren hat, mit Rang 9. Hundschopf geht heute relativ weit ab dem verkürzten Start. Wo? Da kommt die unruhige Stelle. Jetzt ist aber schon alles in der Sonne drin, was bei Marc Berto noch nicht war bei der Kamerafahrt. Anfahrt 104, stimmen wir. Ja, da gibt es ja verschiedene Varianten, um diese total anachronistische Passage irgendwie zu meistern. Ja, mit der tiefen Nummer bin ich jetzt überzeugt, braucht es das noch nicht, weil da ist das Brückli S wirklich noch völlig ruhig. Da kann man noch super durchziehen. Also das war sicher noch nicht das Optimum gewesen. Ab wann redest du von keiner tiefen Nummer mehr, jetzt für diese Passage, ab 10, 15? Das wird sich ein bisschen rauskristallisieren. Gestern im Training hat man gesehen, so nach Nummer 10 hat es leichte Schläge angefangen. Heute erwartet man, dass es schon ein bisschen länger wird, ruhig bleiben. Verschiedene Passagen wurden gestern nachgewässert, auch die Passage hier, weil es ein bisschen grisig geworden ist. Und dann der Haneckschuss, das ultimative Gaspedal auf dieser Strecke, 142, das wurde gestern nur einmal übertroffen von Jared Goldberg, der hier 143,8 auf den virtuellen Tacho brachte. Ja, es wird heute sicher ein bisschen schneller gehen. Gestern haben sich viele sicher auch ein bisschen zurückgezogen, weil es eben doch 5 Fahrten gibt die ganze Woche mit den Trainings. Da erwarten wir schon eine schnellere Zeit wieder gestern. Und dann eben das Ziel ist, dieses letzte Tor, nämlich das hier steht weiter links aus Fahrersicht, du hast es erwähnt, damit die Fahrer nicht zu nah an die A-Netze da rauskommen, das könnte sehr gefährlich sein. Und dass es heute schneller zu und her geht als im Training gestern, das zeigt schon Ottmar Stridinger auf seine Zeit heute. 1,5 Sekunden schneller als die Trainingsbestzeit von Cyprien Sarrazin gestern und das trotz dem hier. Eben, wir werden auch Gegenschwünge sehen, wir werden alles Mögliche sehen. Bryce Bennett! Der hat so Strecken, die liegen ihm besonders. Allen voran natürlich Kröten, wo er dieses Jahr einmal gewonnen, einmal Dritter geworden ist. Und dann hat er eben auch Wengen sehr gern. Also 3 seiner Top 7 Karriereergebnisse hat er hier herausgefahren. Bei ihm ist das ein bisschen ruhiger. Er mit seinen langen Füßen natürlich kann das gut abfedern. Bei ihm kommt es jetzt bei der technischen Passage vor allem Kernnässe vor, was er machen kann.
haben wir den Gegenschwung gesehen. Also Variante 2, um das Kernennest irgendwie rumzubringen. Ausfahrtgeschwindigkeit extrem wichtig. Speed geht ein bisschen rauf, 80 km/h, da haben wir gestern glaube ich ein bisschen mehr im Training. Ja, 80,7. Bestzeit, also schnellste Zeit oder schnellste Geschwindigkeit von Justin Murisier dort aufgestellt. Ja, für die vordere Nummer ist es jetzt extrem wichtig, eine gute Fahrt können zu zeigen, weil die haben eine Chance, die sie sonst nicht manchmal werden haben im Weltcup, weil die vordere Nummer in Wengen, weiss man einfach, die sind ein leichter Vorteil und das heisst jetzt natürlich auch auszunutzen. Also beste Voraussetzungen eigentlich für Bryce Bennett auf einer seiner zwei Lieblingsstrecken und dann mit dieser wunderbaren Startnummer 2. Zunächst einmal müsste er Striedinger im Griff haben, das gelingt nicht, Österreich bleibt vorn. Trainingssturz in Gröden, da hat er ja die Rennen in Gröden, auch dann jene in Bormio mit Prellungen und blauen Flecken am ganzen Körper absolviert. Jetzt ist er wieder fit in den Trainings. Naja, ging so. Also im zweiten Training war er 6. Bester, genau gleich wie im letzten Jahr im zweiten Training. Im Rennen dann lief es vor einem Jahr überhaupt nicht. Vor einem Jahr übrigens auch Start nach unten versetzt in der einzigen Abfahrt, die letzte Saison in Wengen gefahren wurde. Der Start ist immer sehr wichtig hier auf der verkürzten Strecke, weil es sehr flach ist, gerade bis zum Hundschopf. Und auch bei ihm hat man jetzt beim Kern so gesehen, dass er einen Gegenschwung gemacht hat. Ja, das braucht es mit dieser KMH, wo man eigentlich reinfährt, braucht es nicht ganz so viel. Und das verleitet einfach nachher, dass man zu früh ansetzt. Ja, und das kostet alles Speed. Apropos Speed, 140,5. Die Geschwindigkeit von Sander nach dem Hanek-Schuss. Unglaublich schnell. Muss sich ziemlich speziell anfühlen. Solche Tempi gibt es ja nicht so oft. Gibt es nicht oft, aber ist wunderbar zum Fahren, wenn man sich das ein bisschen gewöhnt ist als wenn Athlet. Wenn man der Typ danach ist. Genau, als Abfahrer liebt man das, wenn man ein bisschen mit solchem Speed kann fahren, weil es eben das wirklich nur 2-3 Mal im ganzen Weltcup-Kalender gibt. Andreas Sander auf Position 3, sprich im Moment zu hinterst im noch kurzen Zwischenklassement. Die Tribüne unten im Ziel gut gefüllt und zwar mit 800 Schulkindern gefüllt. Man hat im ganzen Kanton Bern Schulklassen eingeladen für diese nachträglich angesetzte Abfahrt rund um den legendären Hundschopf. Und die Wengener Altbahnen haben all diesen Schulklassen gratis Fahrten nach Wengen oben offeriert. Schöne Geschichte. Und für die Kinder hier ein Riesenerlebnis. Sie haben Sander ankommen sehen. Der nächste ist Nils Allegra. Eine gute Saison gestartet. Karrierebestergebnis in einer Abfahrt mit Rang 4 in der ersten von 2 Abfahrten in Gröden. Tags danach gleich Rang 6. Also er zeigt sich da gute Form bis jetzt in dieser Saison. Fährt das Ganze jetzt ein bisschen ründereich, aber kommt dafür hoch raus. Ist früh in die Hocke gegangen. Sollte jetzt hier eigentlich einen guten Speed haben bei der Einfahrt. Ja, der bisher höchste. Das heisst dann eben, dass die Anfahrt aufs Brückli jetzt ein bisschen schwieriger wird. Extremer Anstemmer. Da hat der viel Geschwindigkeit vernichtet. Vielleicht das, zu viel. Das ist eben genau das Problem. Umso schneller du dorthin kommst, musst du es irgendwie ein bisschen pendeln, dass du gleich besser raus kannst kommen, wenn du die Einfahrt, weil die Ausfahrt ist einfach umso wichtiger. Er ist nah dran. Und jetzt ist er schnell mit diesen 142,6 über den Seilersboden. Silberhornsprung hin zur nächsten Zwischenzeit. Ah, trotz hohem Tempo Ausfahrt, Hanek-Schuss, bisschen Zeit hinzuverloren. Die Fahrt geht jetzt nicht ganz weit raus. Beim Bennett hat es der zum Beispiel sehr gerötlich gehabt, immer zu weniger. Rang 3. Gestern am Schiesstag gelungen im Training. Bestzeit gefahren im Brückli-S und hoffen wir jetzt, dass er das heute wieder packen kann. Du hast ihn ja schon angesprochen, ihn, den formidablen Techniker. Zunächst einmal die Abfahrtssektion, Riesenflug über den Hundschopf. Oh, ja. Der will es wissen heute. Wichtig, gute wissen. Startzeit, genau. Er ist nicht der Top-Starter, das Weser. Tritt ein bisschen an, aber das ist noch egal hier, er hat ihn durchgezogen. Und jetzt bin ich gespannt, wie er da die Einfahrt macht. Nicht zu früh drauf. Und jetzt muss man herziehen. Oh, das gibt ein hohes Tempo. Ah, zwar doch ein bisschen abgesackt. Ja, 80,0 ist okay. Ein bisschen viel hat er bremst, aber
Dann hoffen wir jetzt, dass es auf grün bleibt. Der weite Sprung gewesen. Es wird schneller, schneller, immer noch schneller. Und da gibt es eine kleine Differenz zwischen Murisier und Striding. Ja, was mir bei ihm wirklich gefällt, was er sich verbessert hat in den letzten Wochen, gerade vor allem, er ist viel ruhiger geworden auf der Abfahrtski. Er probiert nicht mehr Riesenslalomschwung zu fahren, sondern wirklich jetzt einen Abfahrtsschwung. Hat er so dran gearbeitet, an der Geduld, an diesen langen Schwüngen, nicht zu hart, zu technisch draufzustehen, runter in den Zielhang. Stark gefahren. Es gibt nicht die Bestzeit, aber Murisier ist nah dran an Striedinger, der kann's. In der die Startmaschine aus Norwegen. Selbst wenn er kältet, dürfte das, schaut er die Striedinger noch an. Das ist ein Phänomen, was den Start anbelangt. Dann ganz sanft über den Rundschopf drüber. Naja, schon stark. Aber schon wieder vorne. Und für ihn ist das vielleicht gar nicht schlecht, wenn er ein bisschen krank war. Dann probiert er den Ski nicht allzu fest zu setzen, sondern probiert es ein bisschen mit Gefühl. Und das ist in Wengen ja auch nicht grundschlecht. Wie fährt er das hier an? Wenig bremsen. Und das geht. Das ist das, was ich gesehen habe. Ich habe das Gefühl, dass man mit diesem Tempo nicht viel muss machen vorher. Ausfahrgeschwindigkeit, die höchste bisher gemessen. Und diese Geschwindigkeit nimmt man mit bis über die nächste Zwischenzeit. Eigentlich bis hier und wird dann ab hier noch schneller. Ja, das war es. Anfahrt Brückli-Esser hat fast nichts rausgenommen, ist fast auf die Zug reingefahren. Ja, und dann ist die halbe Sekunde da. Wo? Die Richtung nicht ganz gestimmt. Ja, es drückt ab und zu noch so ein bisschen hinger, gerade bei den Wellen. Minschkante hat man so gesehen. Aber gleich, es ist angegriffen die Fahrt. Und also viel Aussetzen gibt es da bis jetzt auf jeden Fall noch nicht. Das ist eine klasse Fahrt gewesen. Ist die Linie an. Hilde büßt nach seiner Superpassage rund ums Brückli. Es ist ein bisschen was ein, aber am Ende ein deutlicher Vorsprung auf Ottmar Striedinger, der zweifache Lauberhorn-Sieger, der da in der Luft ein wenig gezaubert hat, setzt sich vorne ins Klassement. Ja, es war eine super Fahrt gewesen. Und der Unterschied hat er ganz klar am Start und beim Brückli-S gemacht gehabt. Am wenigsten eingestellt und das werden wir heute wahrscheinlich genau noch einmal so ähnlich sehen. Ich tippe auf die Startnummer 8. Würde ich auch sagen. Marco Odermann. Zunächst aber die 7. Florian Schieder. Sehr starker Saisonbeginn. 15, 17, 14. Seine drei Ergebnisse in der Weltspitze regelmäßig mit dabei. Selbstverständlich wünscht man sich, wenn man vom Kaliber eines Florian Schieder ist, ein Ergebnis in den besten 10, am liebsten Top 5 oder allenfalls gar ein Podest wie letztes Jahr in Kitzbühel, wo er Zweiter geworden ist. Damals noch mit hohen Nummern. Verliert da oben schon viel. Ja, und treibt ihn hier runter. Hat zu wenig schnell können wechseln nach der Minschkante, ist noch nicht ganz parat gewesen. Da hat es nachbetrieben, da kommt hier sicher noch etwas dazu. Und den stemmen wir auch noch. Das muss jetzt definitiv hochgefunkt werden zu den Athleten. Gerade die mit der frühen Nummer, jetzt, dass die die Info überkommen. Kilde hat das geschafft, fast ohne anstemmen. Wird sicher auch die Info sein für einen Marco Odermatt, der als Nächster kommt. Wo wirklich die Info hat, der Kilde hat das geschafft, der schafft es auch. Florian Schieder hat sich wie alle anderen bisher außer Kilde noch nicht so ganz zugetraut. Es ist ja auch eine unglaublich heikle Passage, also es ist sehr schnell was Gravierendes passiert. Ja, und wenn man das live sieht, das ist wirklich, es ist so schmal, es ist, ja, es sind zwei Kurven, die eigentlich nicht gemacht sind für die Abfahrtski und gleich klappt es immer wieder. Und hast du gesehen, was Schieder hier auf Kilde gut gemacht hat? Auch deutlich schneller, was die Speedmessung anbelangt, nach dem Haneck-Schuss. Oder kommt noch näher? Ja, langen Train ist etwas möglich. Ziles. Ski verschlagen kann, Einfahrt, aber kann auch gut durchziehen. Starke Fahrt, boah, nur 13 Hundertstel Sekunden fehlen Florian Schieder. Die hat er gegen das Startmonster Kilde schon bis zur ersten Zwischenzeit eingebüßt. Alles anders 2022 und auch letztes Jahr jeweils Zweiter geworden.
oben am Start. Das hat er sich auch angeschaut, dass man wirklich muss pushen bisher Topspeed einmal. Schneller als Kilde auf den Hundschopfen. Fliegt fast 40 Meter weit hin zur Mischkante. Super! Und schön reinziehen. Das ist wichtig. Da. Er hat hier vor der Mischkante viel besser gefahren als gestern im Training. Und jetzt sehen wir die tiefste Hockey und jetzt wird da nicht viel kommen. Tempo hier nicht so. Fast keine Vorbereitung. Geht das auf? Das geht. Wow. Ja, aber das kann nicht jeder. Das kann vielleicht keiner. Nächster Vergleich mit den Führenden. Und es ist ein Vorsprung von 3 Zehntel geworden. Du, da unten zieht ein bisschen der Nebel rein. Möge der sich da unten im Tal stillhalten. Ja, Brückli war fantastisch. Langer Train. Die Kurven sind super G-artig. Die hat er sowieso im Griff. Auf den Leib geschneidert, auf den muskulösen, maximal durchtrainierten. Runter in den Haneckschuss. Perfekter ja, Flug. Hockey. Guter Speed heute. Jawohl, das sieht super aus. Da auch nicht zu früh drauf. Silberhorn auch nochmal gut. Das passt. Oh, baut seinen Vorsprung aus. Und jetzt Ziel S wird er auch nicht zu weit rausfahren. Da kann er in den Hockey durchziehen. Ohne anstellen. Wow, das mit der Hockey auch ja, nicht das ist auch nochmal Bestzeit. Wow, 81. Das ist es. Kilde um 81 Hundertstel geschlagen. Ja, da müssen wir nicht mehr gross diskutieren. Das war die Traumfahrt vom heutigen Tag. Wahnsinn gewesen. Brückli S, Leute eingestellt, Mischkante verwünscht. Und 800 Schulkinder und wir zwei nah am Ausflug. Oder Matt hat einen runtergehabt. Kilde hat sich super gehalten. Nur eine Trainingsfahrt. Physisch sicher nicht in Topform. Trotzdem hält der Rang 2. Wenn auch mit riesen Abstand auf Odermatt. Und jetzt kommt Nils Hintermann. Der ist noch nicht gut Freund geworden mit diesem Kernenes. Wenn der das mal erwischt, dann ist auch für ihn hier vieles möglich. Ja, über das diskutiert er immer noch ein bisschen viel. Er will es gerne mal richtig verwünschen, aber so richtig ist es noch nicht geklappt. Aber heute vor verkürzter Strecke wäre es sicher machbar. Oben, 8 beste Zwischenzeit, der Start nicht wunschgemäß geglückt. Und dann ja, etwas weit nach unten getrieben. Ja, ein bisschen früher drauf nach der Mischkante, dann hat es ihn abgetrieben. Nicht zu früh reinziehen, das ist ein bisschen ein Timing-Problem gewesen. Oft bei ihm, hat für mich jetzt besser ausgesehen. Ja, viel Tempo rausgenommen anfangs. Für das kann er hier, nimmt er das Tempo nicht mehr mit. Es ist schon eine knifflige Angelegenheit. Ich meine, wenn ein Pistendesigner kommen würde heute und das aufs Papier malt, was da in der Mitte dieser Lauberhornabfahrt zu finden ist, dann würde jeder sagen, weißt du was, Job wechseln, Pistendesigner nichts für dich. Das würde nie durchgewunken. Kein Brückli-S, keine ja, der, Wasserstation, der niemals. Der Zedo wäre nach 5 Sekunden im Mülleimer und wär weg. Hintermann. Kann er was gut machen. Auf Odermatt wird das natürlich schwierig. Der war überall schnell. Aber schau, gleich schneller Sektor jetzt von Hintermann. Wie Odermatt hat eine Position gut machen können, aber liegt immer noch eher hinten in den Zwischenrangierungen. Ja, Mischkant und Brückli ist wirklich das gewesen, was ihm Zeit gekostet hat. Zu viel Tempo rausgenommen, zu weit runtergetrieben. Da ist jetzt noch Schadensbegrenzung irgendwie zu probieren. Es ist am Ende zwischen Rang 6, nachdem er ganz oben mal noch 9. war. Er hat nachher gute Sektoren abgeliefert. Kaum noch von 3 Saisonsiegen. Einen der beiden anderen haben wir schon gesehen, Bryce Bennett, der liegt auf Position 7. Der andere Saisonsieger, der kommt dann unmittelbar nach Paris mit Cyprien Sarrazin. Da kommen schon noch einige ganz heiße Kandidaten. Vielleicht Paris, sicher Sarrazin und sicher Kriechmeier. Weiterflug. Paris wird so wichtig sein, dass er jetzt hier hoch kann bleiben. Das hat eigentlich geklappt. Und jetzt hat das Brückli S, das ist schon das, was er ja, noch nicht jedes Jahr immer super, super gern hat. Schauen, was er macht, ein leichter Stämmer. Und gleich drückt es neben hoch hoch.
dort ist das Ziel bei der Ausfahrt, dass man möglichst tief bleibt, wirklich nicht zu weit den Gegenhang hochgetrieben wird. Er hat es nachher hochgetrieben, da kommt da etwas zusammen. Es ist Position 5 bei dieser zweiten Zwischenzeitmessung. An diese Kurven hier, langen Dreien, verfolgt von der Drohne, wunderbar dynamisch. Dominik Paris, Zweiter in der Lauberhornabfahrt 2020. Beat Feutz hat den Sieg von Paris in Wengen verhindert damals. Ja, da hat er vorher in Bormio zweimal zugeschlagen gehabt. Da habe ich dann schon gedacht, jetzt in Wengen muss ich schon irisch wieder innen draufsetzen. Oh, es geht Top schneller Speed. Als bei Jodematt. Und 145, so schnell war hier in dieser Rennwoche noch keiner. Dann wird er da zu weit nach rechts versetzt. Da jetzt Nabentrieb ein bisschen zu früh drauf. Das kostet gerade wieder Speed. Dann nimmt er auch hier natürlich mit. Eine gute Fahrt von Dominik Paris, auf jeden Fall eine sehr gute. Es ist Rang 4 zu Kilde, auf Rang 2 fehlen nur 24 Hundertstel, das ist nicht alle Welt. Es ist halt ein großer Rückstand zu Odermatt, aber der hat alle bisher in Schach gehalten und zwar deutlich. Ja, im Brückli S hat er sich distanziert besetzt, ob Paris kommt. Das wissen. Bei Swiski getragt und willkommen. So sich die Ansage. Immer noch auf der Piste unterwegs, ja, heute wieder auf der Besichtigung gewesen. Wahnsinn. Ab und zu schleift ihn dann jemand die Kanten, damit es auch wirklich gut kommt. Cyprien Sarrazin. Dass der das Brückli S fahren kann, wie sonst vielleicht eben nur Odermatt, das ist völlig klar mit den Fähigkeiten, die er mitbringt. Wie sieht es da oben aus? Gleich schnell gestartet wie Odermatt. Ja, und da werden wir jetzt auch den Angriff sehen im Brückli. Er wird das sicher auch mitbekommen haben, dass der Odermatt das gemacht hat, ohne grossen Gegenschwung. Der probiert es er ganz sicher auch. Leichter anstemmen. Aber er zieht noch durch. Ja, Odermatt kann er nicht mithalten, aber es war ein gutes Kernnäs gewesen. Die Ausfahrtgeschwindigkeit hat eben ein bisschen tiefer als bei Odermatt. Und das wirkt sich sofort aus. Es sind allerdings nur 13. Also er ist da noch voll dabei und dass er ein schneller Gleiter ist, hat er diese Saison schon gesehen gehabt. Er kann eben alles. Mit seiner Traumfahrt in Bormio dort zum Abfahrtssieger geworden. Da hat er tatsächlich einen entfesselten Odermatt um ein paar Hundertstel in Schach gehabt. Ist da frech gefahren, hat die Tor berührt da in Langenthrein, hat sicher ein bisschen kürzeren Weg gemacht. Ja, ist immer noch sehr nah dran, hat ein bisschen Wasser rausgeholt auf Odermatt. Da auch schön hergezogen. Oh, eine harte Landung. Ah, aber er bleibt ihm da dran. Das wird nicht länger für eine Bestzeit ganz Sache, aber er bleibt da am Odermatt sehr gut dran. In Bormio war er ja eben schon der Einzige, der mithalten konnte mit Odermatt. Oder am Ende eben sogar ein bisschen schneller war. Da eng durchgezogen. Ja, ja, er ist wiederum der, der am besten mithalten kann. Aber diesmal nicht ganz dran an Odermatt. Die zwei. Ja, ja. Yes, Papa! Ja, dieser Sarrazin, der ist fast aus dem Nichts zu einem unfassbar guten Abfahrer geworden. Vor einem Jahr fuhr er zum ersten Mal die Lauberhornabfahrt. Schied aus, weil das war damals das Normale bei ihm. Ich wollte gerade sagen, es hat mich jetzt überrascht, wenn er die Ziellinie hat gesehen vor einem Jahr. Und in dem Fall ist er wirklich ausgeschieden. Tatsächlich. Übrigens, der Nebel da unten, der bereitet auch der FIS Sorgen. Der TV-Break nach 15 ist gestrichen. Man fürchtet ein wenig, dass sich die Nebeldecke hebt und dann wäre irgendwann ein Teil der Strecke im Nebel und das Rennen müsste unter- oder abgebrochen werden. So weit möge es bitte nicht kommen. Vincent Kriechmeier ist unterwegs. Ja, in den Trainings hat er sich noch zurückgehalten. Servicemann hat auch nicht genau gewusst, ja, was er darüber sagen soll. 18. und 27. war er in den beiden Trainings. Das war gut gefahren, ein bisschen die ründere Linie eingefahren nach der Menschkante. Langer Anstemmer. Das braucht es nicht aktuell noch, solche Anstemmer. Und auch hier das Trippen gegen rauf. Und so bleibt das Tempo unter 80 km/h. Da wird
einiges an Rückstand auf Odermatt hinzukommen. Ja, da ist keine Chance. Da ist so viel Rückstand nachher, wenn der bei Einfahrt schon wirklich Tempo rausnimmst, was Odermatt schon gar nicht gemacht hat, und die nachher am Schluss noch gegen rauf treibt, verlierst du noch gerade doppelt. Grischmeier, Sieger der zweiten Abfahrt 2022. Die ging von ganz oben weg. Auch lange ein bisschen geöffnet gewesen. Zieht man hier dafür recht frech an. Es ist kein Angriff auf die Spitze von Grischmeier. Rang 3 Kilde, da müsste er 2 Zehntel gut machen auf den Norweger. Es sieht aus, er fühlt sich nicht ganz so wohl. Relativ oft geöffnet, nicht ganz so in Position. Man gesehen hat bei Marco, er ist da wirklich alles in Position gefahren. Da eng gefahren, aber er hat natürlich niemals den Speed. Es reicht nicht für ganz vorne hin. Und es ist jetzt die 27. Abfahrt in Folge, in der Grischmeier entweder gewinnt oder nicht aufs Podest fährt. Also Zweiter oder Dritter ist er schon lange nicht mehr geworden. Entweder fühlt er sich wohl, dann kann er über sich hinauswachsen, kann alle schlagen. Oder dann funktioniert es nicht so gut, er fühlt sich nicht so wohl. Und dann wird er nicht Zweiter oder Drittbester, sondern wird Fünfter, Siebter, Neunter. Ja, das ist schon das, was ihm bis jetzt so ein bisschen zum Verhängnis wurde, ist, dass er mal eine Abfahrtskugel gewinnen kann. Er hat sehr viel Sieg. Er hat schon irgendwie 8-9 Weltcup-Sieg, glaube ich, in der Abfahrt. Letztes Jahr 3 Abfahrten gewonnen gehabt, oder sogar 4 Abfahrten gewonnen, und hat schlussendlich gleich keine Chance gehabt auf eine Kugel, weil er einfach zu viele Aussetzer hatte. 17 Karrieresiege hat Grischmeier auf seinem Konto, 8 im Super-G und 9 in der Abfahrt. Falls ist nicht nur ein ausgezeichneter Lauberhorn-Abfahrer und sowieso Abfahrer gewesen, sondern auch ein brillanter Statistiker. Wir sind bei James Jack Crawford. Oh! In der Anfahrt auf den Canadian Corner. Ah, hat Zeit, um sich da zu ärgern. Das hat schon den richtigen Namen, die Kurve. Mit dem Kanadier wieder mal innen gestürzt, aber ja, nichts passiert. Jetzt noch als Trainingsfahrt angesehen, aber nicht zu viel Energie verpuffen, weil es gibt noch mal 2 strenge Tage nachher. Der Canadian Corner hat seinen Namen ja aus dem Jahre 1976, als Crawfords Landsmann Dave Irwin superschnell unterwegs war und dann dort stürzte. Einen Tag später wurde Dave Irwin gleich wieder Opfer dieser Kurve und auch Ken Reed. Und so war der Name Canadian Corner geboren. Also 3 kanadische Stürze innerhalb von 24 Stunden. Damals waren die Kanadier eine Macht. Crazy Canucks. Crazy Canucks. Ja, man sieht es, er fährt jetzt da locker an, verliert fast keine Zeit mehr. Also er wäre heute schnell unterwegs gewesen, ganz sicher. Vor allem er ist jetzt locker, er weiß, es geht um nichts mehr, nimmt das wirklich als Trainingslauf. Aber er wäre da mit, von dort weg mit einer Bombenzeit unterwegs gewesen. Die Kanadier haben noch Cameron Alexander. Achtung auf den. Startnummer 18. In super Form, hat sich in den Trainings gut gezeigt. Weiter geht's hier aber mit Romet Baumann. Die Deutschen sind so ein bisschen in der Krise. Ja, ist bis jetzt noch nicht ganz so rund gelaufen. Top-Ergebnis fehlen noch ein bisschen. Viel Verunsicherung auch. Selbst bei den routinierten Athleten zu sehen. Und da immer ein bisschen hinter dem Ski eigentlich, es drückt immer ein bisschen rein. Oder Gegenschwung und dann gleich fast zu früh drauf. Das kostet so viel Speed hier aus und das nimmt man auch so lange mit. Der Speed, den du hier ausfahrt, Brückgläs hast, den kannst du nie mehr aufholen, bis wirklich in Haneckschuss sein. Erst dort nimmt man nachher Fahrt auf Richtung 140 km/h. Also hier in langen Dreien drin würde im Odermatt jetzt permanent ein bisschen davonfahren, wegen dieser Geschwindigkeit, die er an Plus hatte, Ausfahrt des Kennets. Ja, wenn er jetzt da besser würde fahren als der Odermatt, er würde gleich nicht aufholen, weil der Speed holst du einfach nicht mehr auf.
kommt dazu, dass es ziemlich schwierig ist, in solchen Kurven besser zu fahren als der entfesselte Marc Odermatt. Der greift nach seinem ersten Weltcup-Abfahrtsieg. Und Baumann, 1,20, also mit einem guten Finish, ist da durchaus noch ein sehr respektables Ergebnis möglich. Ja, das mit dem guten Finish scheint nicht Tatsache zu werden. Liegt da außerhalb der besten 10 bei fast allen Zwischenzeiten, außer der ersten. Ja, nach der Sekunde Rückstand sind da gerade ein paar nachher eingereicht. Ja, schon immer die letzte Überzeugung gewesen da unten. Da kommt viel zusammen. Baumann und Sander auf 12 und 13, beide mit über 2 Sekunden Rückstand. Baumann, der in Wengen schon zweimal Sechster war, 2010 und 2013. Christian Schweiger, Deutschlands Cheftrainer, hätte gerne irgendeine Form von Erwachen bei seinen Speedcracks gesehen. Hat noch ein paar Athleten am Start. Vielleicht gelingt einem der Befreiungsschlag. Das kann dann ja auch ein ganzes Team mitreißen. Mattia Gasse, letzter aus der Gruppe der Top Ten. Eben vor einem Jahr. Mit Kilder und mit Odermatt als Dritter auf dem Podest. Hat starke Trainings abgeliefert hier. Fünfter und Dritter war er vorgestern und gestern. Er ist schon einer, der das Wengen gerne hat. Sehr gut. Schnell umgelegt, probiert hier hoch durchzukommen. Linkt ihm. Okay, ja, ja. Das war sehr gut, was er bis hierhin hat zeigen können. Im ersten Training hat er Kriechmeier verärgert. Da hat der Österreicher ihn hier bei der Besichtigung zusammengestaucht, weil er zu lange auf der Ideallinie gestanden sei, fand Kriechmeier. Das hat sich nicht verunsichern lassen. Ausfallgeschwindigkeit nicht schlecht. Kommt dann die 80 km/h heran und liegt da immer noch auf Position 4, auch bei der zweiten Zwischenzeit, wie schon bei der ersten. Ja, er ist einer, der das wirklich mit aggressivem Fahren probiert. Fahrt den meisten Orten fast ein bisschen enger, als die meisten anderen Eichen. Hat jetzt gerade lange Train, dort ist so ein paar Sonnenstrahlen sind schon drin, hat man jetzt gesehen, dass es schon ein bisschen unruhiger wird. Es ist jetzt Position 6 bei der dritten Zwischenzeit, aber er nimmt da viel Speed mit über den Seilersboden, geht da früh wieder in die Hocke. Er ist nicht weit weg. Also Kilde im Ziel 81 Hundertstel hinter Odermatt. Ja, aufholen ist schwierig da unten, aber mit einem guten Ziel-S wäre da sicher eine Top-Platzierung möglich. Ja, es ist am Ende Rang 6 Schieder Paris-Gasse auf den Rängen 4 bis 6. Die Rekordhalter. Klar, in einer Statistik, die er jetzt nicht super gut findet, aber Heinrich Messner, diese besondere Figur, am 19. Oktober 23 verstorben, im Alter von 84, war ja auch der Sieger des allerersten Weltcuprennens 1967, der Slalom in Berchtesgaden. Dieses eine Rennen hat er gewonnen. Cochran-Siegel. Sehr hoch hochgesprungen da, in der Luft schon umgedreht, das hat man bis jetzt heute noch nicht gesehen. Andere Jahre war das Standard gewesen, aber das Jahr eigentlich nicht. Warum nicht? Weil man eigentlich nicht so weit springt und auch danach muss man nicht gerade so schnell umlegen. Also hat er zu viel investiert da oben bei der Münchkante? Ja, das Jahr schon. Andere Jahre war das gut gewesen, wenn man so viel investiert. Aber das Jahr, es ist immer ein bisschen nach Pisten beschaffen, je nach Tempo, das man hat, braucht es das eben dann nicht oder schon. Jetzt das Jahr, wie man sieht, braucht man es nicht. Und er hat es trotzdem jetzt so gemacht, dass er sehr viel richtig gemacht hat oben. Die Ausfahrgeschwindigkeit aus dem Kernenest, die war eben sehr gut. Und schauen Sie, wie Cochran-Siegel davon profitiert. Hier ist der Region Mattia Gasse. Das Italiener Trio, 4, 5, 6. Sprengt er dieses Trio? Cochran-Siegel, möglich ist es. Bryce Bennett auf Position 11. Ja, die passiv gefahren. Und so ist er, schau, 6. Er sprengt tatsächlich dieses Trio. Schieder und Bryce gerne nehmen. Er hat ja einen Traum-Super-G in Gröten gehabt. Fast gewonnen dort, Zweiter geworden mit nur 200. Rückstand auf Sieger Kriechmeier. Aber in den Abfahrten, da ging es bisher noch überhaupt nicht voran. Ja, nach Bormio sei er krank gewesen, hat er mir erzählt. Sei 4-5 Tage mit Fieber im Bett gelegen.
habe ihn dann gefragt, was er trainiert hat nachher noch, ob noch etwas in die Stange kam. Hat er gesagt, nein, er hat gar nichts mehr gemacht vor Wengen. Also, ja, es war sicher nicht die ideale Vorbereitung gewesen. Nur 100,9. Anfahrtsgeschwindigkeit, trotzdem ein kurzer Quersteller, eine neue Variante, also beide Ski-Querstellen. Das wäre jetzt also Variante 3 okay. Schon fast, oder 4? Ja, ja. Ja, aber er hat fast eine Sekunde verloren gehabt durch das Brückli. Wenn das Tempo schon nicht passt bei Einfahrt und ich bremse trotzdem. Ui, ui, ja, gut gerettet noch. Ah ja, er ist nicht ganz auf der Höhe. Servicemann von ihm hat man auch gesehen, dass er mit der Kraft eigentlich nie ein Problem hatte. Er ist ja ein Kraftpaket. Und gestern nach dem zweiten Training sei er dann schon gekommen und hat gemeint, ja, er spüre es schon, eben durch das Kranksein und alles. Ja, ist sicher nicht ideal, jetzt die 5 Fahrten am Lauberhund. Morgen werden dann diese Passagen in dem Fall noch ein bisschen strenger. Der Servicemann von Hemmetsberger, ein Mann mit bekanntem Namen, Franz Knaus, Bruder von Hans. Und Hemmetsberger, zweitletzter im Klassement, nur Crawford nach seiner Schrecksituation, nach der Mensch kannte, noch weiter hinten. Hier nochmal seine Schrecksituation. Hat er Glück gehabt, Hemmetsberger. Ja, gut gerettet. Aber genau solche kleine Sachen eben, könnte eine grosse Auswirkung haben. Und genau so Sachen passieren auch, wenn man nicht hundertprozentig fit oder konzentriert ist, eben durch das Kranksein. Cameron Alexander. Zehnter in der ersten Abfahrt von Gröten, Dritter in Borneo, dazu Rang 7 im Super-G von Gröten, ein Karrierebestergebnis in der Disziplin Super-G. Der Mann ist in einer Bombenform, der Jahrgänger von Marco Oden. Langsam gestartet. Hat da diese Torstange attackiert. Ist aber nicht freiwillig. Es hat ihn ein bisschen dorthin getrieben, oder wie siehst du das? Ja, mit diesen Wellen ist es eben schwierig zum Wenn, dass man muss ansetzen muss. Und dann irgendwann muss man sich wirklich entscheiden, jetzt gehe ich drauf. Ja, und dann muss man hoffen, dass man irgendwie um das Tor knapp durchkommt, aber gleich auch nicht 5 Meter Platz hat. Und er hat sich getraut, in dieses Kernennetz reinzufahren, fast ohne Vorbereitung. Aber dann hat es ihn überdreht auf dem Brückli und dann ist so viel Speed weg. Das ist eben Gefahr, wenn man von Technik her halt nicht ganz auf dem Level ist von Marco Odermatt. Ja, er hat es probiert, mutig eingefahren, aber natürlich nachher das Rennen verloren. Es hat ihn überdreht, zu viel im Innenschein, zu viel eingelegen. Ja, da ist nachher eine Zeit vorbei. Er wäre ja sonst wirklich in einer guten Form. So ein bisschen ein Schleichertyp. Bei ihm sieht das nie so spektakulär aus. Muss man immer ein bisschen schauen, was wirklich geht. Aber wobei Odermatt ja einer ist, der schon spürt, es ist gut gegangen in meiner Fahrt. Und er weiß natürlich mittlerweile, wenn ihm eine gute Fahrt gelingt, dann wird es für die Konkurrenz sehr, sehr schwer. Auch für einen Jared Goldberg, der wie üblich im ersten Training schon sehr schnell war. Das ist irgendwie seine Strategie. Erste Trainingslauf, da haut er schon einen runter. War zweitschnellster hinter Odermatt im ersten Training vorgestern hier in Wengen. Legt einen guten Startabschnitt. Da gibt es so Athleten, die sind immer wieder bei den ersten Trainings schnell. Die brauchen da nicht viel Angewöhnungszeit. Ohne Stemmer, früh gestemmt vor allem. Dann muss jetzt die Ausfahrt passen. Ja, das sieht doch nicht ganz nach so viel Speed aus. Nein, unter 78. Es ist da. Aber wirklich, das richtige Mittel zu finden. Es gibt wahrscheinlich eine theoretisch beste Variante, um da durchzufahren. Die muss dann jeder für sich adaptieren und vermutlich über die Jahre immer neu adaptieren, bis er vielleicht irgendwann den Schlüssel für dieses Brückli findet. Vielen gelingt das nicht, Otto Goldberg. Er hat zu früh reingelegt, am Innerski ausgerutscht. Ja, dann hätte er schon gewusst, dass er da heute ein gutes Resultat hätte können machen. Es war auch schon ein bisschen viel Rückstand gehabt. Hat sich wahrscheinlich gerade mehr erhofft, wenn er das wirklich wert sei. Wie gut spürt ein Athlet seine Ausfahrtgeschwindigkeit aus dem Kernennetz? Spürst du da, ob der Ski noch wirklich zieht, ob du mit 80 km/h unterwegs bist oder vielleicht doch nur mit 77? Ja, also wenn du ein paar Jahre dabei bist, mit Erfahrung bist, spürst du es definitiv. Man weiß natürlich nie genau, wie das die Konkurrenz schafft. Aber wenn man es gut verwünscht, weiß man schon, das war jetzt gut gewesen. Aber eben, was die Konkurrenz macht, weiß man nie. Stefan Rogentin und Wengen, das passt eigentlich wunderbar.
Super Startabschnitt. Er ist ein guter Starter. Gestern im Training haben wir noch analysiert. Hat er gesehen, hat er am Start noch nicht angegeben. Und dann haben wir gesehen, er war aber der drittschnellste oben. Also das hat mich ein bisschen gefreut. Oh, mutig. Sehr mutig. Ja. Jetzt tief. Ah ja, jetzt aber das kostet Speed. Ja. Mutig reingefahren, aber nein, jetzt runtergetrieben. Oh, das ist so hart. Und 74,8. Ja. Ach, herrje. Er hat sich einiges zugetraut hier. Aufgegangen ist es leider nicht. Nein, bis jetzt ist es wirklich 5-6, haben es probiert, 2-3 ist es aufgegangen. Ja, und die stehen auf dem Podest. Oder Matt Sarrazin-Kiel. Eigentlich genau die drei sogar. Die drei, die es verwünscht haben, wie man es sollte fahren, die drei stehen so vor. Weitersprung, runter in den Haneck-Schuss. Endlich kann er wieder richtig Speed aufbauen, aber da ist halt schon leider zu viel verloren. Ja, der Schaden in Grenzen halten. Aber wenn es dich bei diesem Brückli einfach so weit nachher treibt, dass bei der Ausfahrt musst du den Radius so kurz halten, wird es einfach ja, doppelt und dreifach schwieriger. Es ist am Ende ein Rückstand von über 2 Sekunden. Es ist zwischen Position 16 für Rogentin, der seine Hoffnungen im Kernen-S begraben musste. Er, der hier letztes Jahr im Super-G erstmals auf ein Weltcup-Podest gefahren ist, mit Rang 2. Super-G steht ja dann morgen auf dem Programm. Aber Rogentin hat auch in der Abfahrt sein Karrierebestergebnis in Wengen herausgefahren. Ja, man sieht es jetzt an seiner Reaktion noch. Er hat sich wahrscheinlich jetzt erhofft, dass der Fehler im Brückli es weniger gekostet hat, dass er das Gefühl hatte, vielleicht kann ich gleich noch ein bisschen Speed mitnehmen. Aber ja, das wird dann so bestraft. Justin Murisier, haben kurz gesehen, bei der Beglückwünschung seines dicken Kumpels Marc Odermatt. Murisier auf Position 9, also sehr gut zwischenrangiert. Hintermann auf 10, unterwegs ist Daniel Dankermeier. Bester Österreicher ist Striedinger, der dieses Rennen eröffnet hat. 8. Position für ihn. Also für die stolzen Österreicher ist es im Moment noch nicht das wirklich tolle Ergebnis. Er ist wieder auf dem Weg zurück nach einer Verletzung von letztem Jahr. Für ihn ist auch jedes Rennen wichtig, jetzt, wo er hier fahren kann, wo er Punkte sammeln kann, wo er wirklich seine Startnummern festigen kann. Nicht, dass er da aus der Top 30 rausfliegt, schlussendlich sogar. Wieder knapp außerhalb der Best 15 bei diesen Zwischenzeiten. Dann, ja, das kostet halt eben auch viel Zeit. Ich meine, der Seilers Boden ist ein Boden, wie der Name schon sagt. Da ist nicht viel Gefälle. Ja, und der sieht man jetzt schon gut, dass es leise geht, dass es Rillen gibt in der Piste. Und wenn du gerade ein bisschen zu früh drauf bist, dann bist du quer drinnen zu diesen Rillen. Ja, das ist genau das Problem, das er jetzt gehabt hat. Dankermeier kam im Verlauf der letzten Saison von einer Kreuzbandverletzung zurück, fuhr aber nur Super-Gs. Es ist also das Comeback-Jahr nach Kreuzbandverletzung im Trainingsgebiet. Mathieu Belle hat auf jeden Fall mal schon wieder alles ausgereizt, gestern im Training. Und zwar schon hier oben. Kurzjob gestern, weitest Sprung vom Jahr wahrscheinlich gemacht. Ja, heute richtig kurzer Sprung gewesen, hat es noch schon hinten tätscht auf den Kopf, er ist aber nicht gestürzt, hat sich noch gut gerettet. So ein wilder Hund. Aber wirklich. Ja, also Risiko, das darf man ihm nicht sagen, dass er das nicht gern hat. Das hat er im Überfluss. Und vor allem, ob es Training ist oder Rennen ist, er kennt eigentlich keinen Unterschied. Ja, tiefe Geschwindigkeit. Auch er kommt ja von einer Verletzung zurück. Mathieu Belle, der geduldig werden muss. Die Trainer arbeiten daran mit ihm. Wengen ist eine Strecke, die in vielen Abschnitten genau die nötige Portion Geduld braucht. Wenn man da zu sehr mit der Brechstange will, dann funktioniert es nicht. Ja, und heute hat er sich recht zurück, kommt mir jetzt vor. Es kann schon sein, dass da gestern der Aufprall auf den Kopf ist wahrscheinlich auch nicht ganz so angenehm gewesen. Da wird er wahrscheinlich heute noch etwas spüren. Mathieu Belle,
Heute kontrolliert, sicher. Seine Trainer werden einen entsprechend tiefen Puls haben am Streckenrad. Das Resultat ist halt dann nicht das Erwünschte für den Mann, der in Gröten gleich Siebter geworden ist in der ersten Abfahrt dort. Den Neo-Top-Abfahrer Cyprien Sarrazin auf Position 2. Italien auf den Rängen 4, 5 und 7. Und unterwegs Lauberhorn-Sieger Christoph Innerhofer. Sieg der 2013. Damals ein schlechter Tag für die Schweizer. Patrick Küng als Bester des Schweizer Abfahrtsteams auf Rang 15 und Innerhofer wird da oben ziemlich zusammengestaucht. Ja, er hat ja vom Sturz in Bormio noch eine Schnittwunde hinten bei der Wade. Die sieht, glaube ich, noch nicht ganz so rosig aus, aber ja, irgendwie funktioniert das trotzdem im Skischwimmen. Wie das genau geht, ist mir ein absolutes Rätsel. Ich habe mich nicht einmal getraut zu fragen. Eine klaffende Wunde, die weiß auch nicht, mit 40, 50 Stichen genäht werden musste. Rechts Oberschenkel, Entschuldigung, Unterschenkel. Die Wade hat sie dort aufgeschnitten. Und bei Schultern hat sie mal irgendwie, ich bin jetzt da nicht der Doktor, aber vor der Pfanne irgendwie ein kleines Eckeli weggeholt und das ist auch noch ein Problem. Aber wie gross das wirklich behindert, kann ich nicht sagen. Du, aber angesichts dieser Umstände ist das ja eine super Fahrt von Innerhofer. Ja, er war schon lange nicht mehr so gut unterwegs gewesen. Runter ins Ziel, wo er gefeiert wurde 2013. Hier ein 14. Rang. Mit den Voraussetzungen, die er nach Längen mitgenommen hat, ist das ein kleiner Sieg für Innerhofer. Der zwar aufzusteigen, diese Nebel. Die Decke bleibt jetzt auf derselben Höhe unterhalb des Ziels von Wengen zum Glück. Unterwegs ist auch hier ein Tier. Einer, der schon lange dabei ist, also der weiß, wie dass man welche Strecke muss fahren muss. Nimmt aber auch sehr viel Tempo raus hier in Fahrt. Adrien Theo hat seine besten Wengenergebnisse in der Kombination herausgefahren. Er ist ein Wengen-Podestfahrer, eben in einer Kombination, Rang 3 2016. Ja, mit der Abfahrt, mit der Spezialabfahrt, hat er oft noch so ein bisschen seine liebe Mühe gehabt. Das ist schon interessant, gell? Auch wenn du so lange im Geschäft bist. Gewisse Abfahrten liegen dir, andere liegen dir. Für mich gibt es keine objektiven Gründe, weshalb Adrien Theo nicht hier in Wengen irgendeinmal ein Abfahrtspodest hätte herausfahren sollen. Entert da kurzfristig den Liedertron von Odermatt. Innerhofer darf sich das erlauben. Ein Spaßvogel sowieso. Jedem würde der den Sitz nicht überlassen, wahrscheinlich. Alex Simon ist unterwegs. Der hat im ersten Training eine Schrecksekunde gehabt. In dem Streckenabschnitt, der jetzt gleich kommt, da hat sie ihm einen Ski weggeschlagen. Ui. Weit unten durch. Sehr weiten Weg müssen machen. Er wird jetzt wahrscheinlich auch mutig probieren, reinfahren. Gegenschwung. Ja, viel Zug. Aber weniger bremst und besser durchkommen als viele andere. Ja, Tempo fast 80, also sehr gut gemeistert. Alex Simone, der hier ja im letzten Jahr Zehnter geworden ist, also damals schon gezeigt hat, mit dem bis heute gültigen Karrierebestergebnis, dass er das Lauberhorn im Griff hat, immer noch sehr gut unterwegs. Jetzt da nicht zu früh drauf, dass er wirklich die Rillen trifft, das hat er. Leicht verdreht in der Luft, die Sache mit dem Springen, mit dem Fliegen. Ja, kann er noch dran arbeiten, der junge Bursche. Ja, jetzt unten noch durchziehen. Wird noch knapp, aber... Ja, das ist stark, das ist der 11. Rang für Alexis Monnet. Murisier, Hintermann und eben Monnet jetzt unmittelbar beieinander klassiert. Und Monnet nach schwierigem Saisonbeginn in Gröden, wo es nicht funktioniert hat, dann schon 13. in Bormio, jetzt Position 11.
und das als erst 24-Jähriger. Das war ein heißer Moment, meine Güte. Ja, sehr gut gerettet. Er hat nach der Menschkante ja, ein bisschen verschlafen gehabt, der Wechsel. Merkt es dann, dann geht ihm der Ski weg, hat sich aber dann korrigiert, hat halt dann einen weiten Weg gemacht. Aber umso erstaunlicher, dass er dann die Zeit so hergebrungen hat. Maxence Musaton, nächster Franzose unterwegs. Er hat schon fast 2 Gegenschwünge gemacht. Variante 5 sind wir, glaube ich, schon. Der gegengeschwungene Gegenschwung. Gewissermaßen. Ja, er findet jeder noch irgendetwas dadurch. Es ist schon verrückt. Weil einfach auf der Skikante durchziehen, keine Chance. Der Radius, der konstruktive Radius dieser Abfahrtskis wäre viel zu groß. Man würde ungebremst in die Netze kommen. Also irgendwie muss man da improvisieren. Da drückt es noch weiter. Position 19 bei dieser Zwischenzeit. Im Ziel auf 18 Stefan Rogentin mit 1,45,50. Das unterbietet Maxence Musaton, sprengt das deutsche Duo. Mit Deutschland geht es nachher gleich weiter. Ja, die Franzosen brauchen für ihre Bilanz heute den entfesselten Cyprien Sarrazin, der nicht mehr oft ausscheidet, sondern der immer öfter vorne in die Klassemente reinfällt. Die Schweizer Bilanz braucht natürlich auch ein bisschen Marc Odermatt, seien wir ehrlich. Also klar, wir hätten Mürisier Hintermann und Monnet in den Top Ten. Aber Odermatt veredelt natürlich die Bilanz von Swiss-Ski. Bei dieser 4. Weltcup-Abfahrt im aktuellen Winter. Ein Winter, der für Thomas Dresen ein schwieriger ist. Kaum Punkte in Gröden in Borneo musste er zusehen, weil er sich erkältet hatte. Ja, ich habe noch mit ihm geredet. Er ist wirklich einer, der jetzt wieder Vertrauen braucht. Gar nicht unbedingt Vertrauen in die Ski, sondern in sich selber, in seinen Körper. Der ist lädiert. Er hat erzählt, linke Hüfte, rechts Knie, glaube ich, wenn ich richtig bin. Durch das, dass beides wehtut, kann er nie irgendwo etwas ja, ein bisschen kompensieren. Er ist auch skitechnisch, ist jetzt ein alter Schuh. Man sieht es ein bisschen. Er hat, ein blauer Schuh, den sonst keiner mehr hat. Das ist ein ganz altes Modell. Er hat man gesehen, 2018 sei das. Also wirklich ein 5 Jahre altes Schuhmodell. Mit dem hat er wieder ein bisschen mehr Vertrauen können finden. Eben in sich selber, in sein Gefühl vom Ski. Ja, und das wird er jetzt sicher die ganze Woche hier fahren, hätte ich gemeint. 2018 markierte ja auch anderweitig ein ganz besonderes Jahr. Er gewann in Kitzbühel, verdrängte Beat Feuz mit hoher Nummer noch von der Spitze. Gleichzeitig begann 2018 dann diese Serie von Verletzungen. Mittlerweile sind es 5 Verletzungen innerhalb von 5 Jahren. Also Dresen durch mehrfach Rückschlag zurückgebunden. Es ist und bleibt ein harter und langer Weg. Zurück zu den Ergebnissen, die er schon herausgefahren hat. Der ein Josef Ferstl würde vermutlich eine Lokomotive im Team brauchen. Er kommt nicht vom Fleck. 40. und 38. in den Trainings hier am Lauberhorn. Ja, da schlägt es schon wieder um. Ist bis jetzt der tiefste von der Linie her. Ja, so ein bisschen die Stabilität fehlt einfach bei ihm. Er ist nicht ganz Herr der Lage, Herr vom Ski vor allem. Da ist passiv. Kann das mit der letzten Saison zusammenhängen? Er ist ja jetzt fast 2 Jahre lang mit permanenten Hüftschmerzen gefahren. Da können sich ja falsche Muster einschleichen. Das geht, ja. Falsche Muster ist gar nicht gut, aber wenn man wirklich über Jahre hinweg Schmerzen hat, dann kann das passieren. Kann bei ihm ein Fall sein. Kann dem wenigstens nachgehen, wie es dort so ein bisschen ist. Aber
Ja, man sieht es bei ihm wirklich. Er ist sehr passiv, hat die Hände weit draussen. Ja, sehr viel Auflagefläche auch gegen Wind. So kann es nicht vorwärts gehen, so kann man nicht angriffig fahren. Obwohl er mittlerweile schmerzfrei ist nach der Operation der problematischen Schleimbeutel im vergangenen Frühling. Kantet der Ski immer sehr früh auf. Ja, da läuft wirklich noch nicht alles rund. 27 sind platziert, Ferstl auf 25. Aber natürlich strahlend schönes Wetter. Und hier ist Seierstedt gestern im zweiten Training am Boden gelegen. Oh, jetzt ein bisschen verschwitzt. Ja, da gibt es ja die Regeln, wenn man stillsteht bei einem Sturz, darf man nicht weiterfahren. Und er hat es, glaube ich, noch geschafft, mit 1,5 km/h aufgestanden. Und dann ist er irgendwie noch weitergefahren. Genau, und dann mit 9 Sekunden Rückstand ins Ziel gekommen. Alex Simone hatte nach seinem Sturz im ersten Training einen Stillstand, hätte nicht mehr weiterfahren dürfen, wurde von einem Helfer angewiesen, doch fahr doch. Das nahm er ernst, das darf man nicht. Das gab eine Buße von 999 Franken für Alex Simone. Teurer Leerplatz gewissermaßen. Ja, es war eine gefährliche Situation. Es hat wirklich irgendjemand zu einem CK anscheinend, fahr hinter dem Nächsten nach. Er hat natürlich gemeint, fahr aufrecht hinter dem nach, bis irgendwo zur nächsten Stelle. Der Alexis hat es irgendwie verstanden, er soll halt so schnell wie es fast ginge hinter dem nach, dass er keine Gefahr mehr sei. Ja, es war eine blöde Situation, aber es hat sich, glaube ich, alles geklärt. Hochgefährlich. Es kann sein, dass wenn da ein Athlet vorbeigedonnert ist, kommen die Pistenrutscher und wenn der Nächste hinterhergeschossen kommt, wollen wir nicht erleben. Jetzt ja. Achtung, wie entwickelt sich die Sache mit dem Nebel? Im Moment ist es noch kein Problem. Seierstedt ist unten, reiht sich ein auf Position 25 im letzten Schritt. Da bei den ersten drei irgendwie. Es ist lang, lang her. Der Klare natürlich, der ab und zu schon auf dem Podest ist gestanden, aber auch nicht so oft. Und jetzt der Sarasa ist da ein Kandidat, der jeder Abfahrt sehr gefährlich wird. Entwickelt sich zum neuen Star oder hat sich entwickelt zum neuen Star im französischen Speedteam. Die Startnummer 30 trägt heute Miha Robat. Und damit auftritt Slowenien. Robat in den Trainings hier nicht so gut zurechtgekommen, ganz anders als in Bormio. Da ist er Elfter geworden, obwohl im Zielhang keine Kraft mehr in seinen Oberschenkeln drin war. Eine gute Passage hier, oder was denkst du? Ah, geht. Medium. Hat jetzt auch gesehen, Medium, richtig. Ist nicht, hat schon der Speed in Einfahrt ein bisschen gefällt. Und da geht so viel Zeit verloren. Aber auch wenn der Nebel jetzt im Ziel ein bisschen steigt und steigt, sobald er im Ziel ist, haben wir das Rennen fixiert und der Odermatt hat seinen Sieg auf sicher, weil nach 30 würde ja alles zählen. Puh, das hatten wir auch schon. Diese Kurve da in Seilers Boden, also 30, sind damit quasi unten. Das Rennen würde gewertet, selbst wenn jetzt da unten die Sicht auf Null sinkt. Das sind die drei Besten. Odermatt holt seinen ersten Weltcup-Abfahrtsieg. Ende der Diskussionen um viele Podestplätze ohne Sieg. Odermatt gewinnt vor Cyprien Sarrazin und Kilde in nicht 100% fittem Zustand holt sich trotzdem Rang 3. Die Schweizer